Nils hat sich entschieden. Nach reiflicher Überlegung ist er zum Entschluss gekommen, Altbewährtes zu ändern. Er wird Mut zu Risiko, Mut zu Veränderung zeigen. Er muss neue Wege gehen. Er kann ja nicht wissen, welchen Rattenschwanz diese Entscheidung nach sich zieht. Und Nils kann auch nicht wissen, dass die Schlange vor dem Supermarkt an diesem Sonntag noch länger ist als dieser Rattenschwanz. Niemals würde er rechtzeitig zurück sein. Kurz bevor er sein Vorhaben abbricht, erweist sich ihm das Schicksal jedoch wohlgesonnen. Allerdings muss er sich nun erneut entscheiden. Er hat keine Zeit, über Recht oder Unrecht nachzudenken. Nils muss spontan entscheiden. Er muss jetzt die Gunst der Stunde nutzen. Die Gunst der Stunde bzw. seinen freien Tag will auch Inspektor Ibele nutzen, um die Geschehnisse der letzten Wochen in Form eines Wochenblatts in Ruhe Revue passieren zu lassen. Doch kann es schon passieren, dass ein grauenhaft altmodisch anmutender Klingelton die erhoffte Ruhe recht unsanft unterbricht. Besonders, wenn ein aufgebrachter Klient ins andere Ende der Leitung brüllt. Zwar handelt es sich nicht um Mord und auch nicht um die Entwendung eines Cellokastens, doch ist wieder Diebstahl der Grund der Störung. Wartende Gäste mit hohen Erwartungen sind zu befriedigen. Butterspezialitäten wurden gestohlen. Und die Zeit für eine Neuanlieferung ist viel zu knapp. Angekommen am Tatort, einem durchaus verlockenden Wirtshaus, findet Ibele sichtlich entspannte Gäste vor. Und auch die Anrufende, die Meisterköchin, höchst persönlich, sie wirkt sehr gelassen. Das Problem ist gelöst. Der Ärger überwunden und auch ohne Butter wurde eine gute Alternative gefunden. Der Mut zu einem neuen Vorspeisenteller hat sich bezahlt gemacht. Die Kundschaft ist überaus zufrieden und deshalb ist eine Anklage auch nicht mehr vonnöten. Das Motiv würde sie jedoch trotzdem gerne erfahren. Der Inspektor kann dem nur zustimmen. Seine Ruhe ist ohnehin bereits gestört und das Abbrechen von Ermittlungen führt nur zu schlaflosen Nächten. Außerdem verfolgt er aufgrund der Tatortbeschreibung des Opfers bereits seine heiße Spur. Wofür wird der Dieb die Butter wohl verwenden? Was hat Nils mit der gestohlenen Butter vor? Kennen auch Sie bereits des Rätsels Lösung? Der Inspektor ist bereits auf dem Weg. Der Mut hat sich bezahlt gemacht. Die Geschwindigkeit, erreicht durch die besondere Behandlung, verschafft Nils, dem vierfachen Olympiasieger, einen nicht zu verachtenden Vorsprung und ebnet den Weg zum mittleren und somit höchsten Platz des Podests. Die Menge feiert. Ibele weiß, noch bevor er die Wachskabine betritt, dass sich sein Verdacht bestätigen wird.